Also ich bin eben gerade schön empfangen worden von den anderen Team Deutschland-Mitgliedern. Und ja, hat mich mega gefreut und ja, ich bin sehr glücklich über diese Goldmedaille. Sie bedeutet mir viel, weil es ist halt ein Strich unter meine Leistung einfach, dass das alles, was ich in den letzten Jahren getan habe, dass sich das halt gelohnt hat. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so wirklich mitbekommen, wie knapp es wirklich war. Erst als ich im Nachhinein dann die Nachrichten auf dem Handy gelesen habe und dann gelesen habe, 0,1 Klasse, und ich dann so, hoppla. Ja, es war gemischt, sage ich jetzt mal. Also der Anfang war recht gut. Also ich war die meiste Zeit so immer unter den ersten Vieren im Finale selber. Und ja, dann kam leider eine 9, die man eigentlich nicht schießen sollte. Aber zum Glück haben die anderen halt auch eine geschossen und dann war das nicht ganz so schlimm und ja, hat dann zum Schluss doch gut gereicht. Also ich hatte bis vor 3, 4 Wochen Probleme, also es war eigentlich nicht sehr gut und auch erst bei den letzten zwei Lehrgängen vor Abflug war ich wieder so auf meinem Niveau, was ich gewohnt war, und deswegen bin ich halt auch richtig froh, dass es heute wieder gut lief.